So, damit hallo und willkommen zurück zu Imperator Room mit Torrigent. So, jetzt mal zum Wrap-Up hier kommen, so langsam. Wir haben den ägyptischen Scheiß und den phrygischen Scheiß. Einziger Scheiß, den wir nicht haben, ist Geld, um unser Armeen zu unterhalten. Ja, doch ein echt mehr. Naja, gut, abgesehen davon, dass wir natürlich auch keine Kriege erklären können gerade, ne? Ja. Ja. Solange wir im selben Krieg drin sind, ist es eh schwierig, sag ich mal. Gehen wir mal weiter im mehr oder weniger schnellen Durchlauf durch. 72. Okay, wir bauen schon. Oh, Argos. Wir können etwas importieren. Hm? Wie wäre es mit etwas gutem Stoff? Okay. Mehr Stoff. So, jetzt. Fortschritte, Integration von Megalopolis. Ah ja, okay. Gerade der gute Archon. Wir könnten einfach nicht jeden aufnehmen, versteht ihr? Die können eh nichts, ehrlich gesagt. Ja. So, das war's für Megalopolis. Jetzt warte mal, hatten die auch eine Armee irgendwo, die wir... Ihr habt echt hier drüben zu wenig Nahrung. Ja, warte, dann gehen wir erstmal hier rüber. Bist hier, du bist auf Kreta. Ich weiß nicht, ob wir auf Kreta den Mann hier brauchen. Ja, aber ich denke schon. Ich muss schon die Schlüssel stellen, wo wir Leute stehen haben. Wir bräuchten halt hier nochmal mehr Leute im zentralen Land, würde ich sagen. Das fünf hier seid ihr nur die Jungs, die ja aus Mitleid Armin haben. Also, wenn wir jetzt alles bezahlen, dann bekommen wir 13 raus. Ah, das bedeutet, wir rechnen das mal, dass wir für 10 ungefähr eine Armee noch auch mal ausheben können. Das werden wir mal machen. Koorden rekrutieren. So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es wird, glaube ich, schon wieder knapp werden. Mal bitte Nachschub noch und dann gucken wir mal, wie viel da jetzt rauskommt, weil alle schon in Athen rekrutiert, ne, damit sie alle den fetten Bonus einheimsen können. Ja, also wir können es ja erstmal noch hier runtersetzen wieder, weil wir ja weiter ausbauen wollen. So, Megalopolis war ja hier. Keine kleine Stadt. 44 Bewohner immerhin. Ja, gibt natürlich ein bisschen mehr Einnahmen. Kosmos, das bietet Freundschaft an. Natürlich. Ich will dir mal hier überall anschauen. Das sieht aber alles gut aus. Außer, dass hier natürlich viel zu viele Festungen sind überall. Also dich brauchen wir definitiv nicht. Gibt's Stoffe? Mal hier ein Landgut hin. Ja, ich habe ja ganz gerne in Städten immer Festungen drin stehen, aber... Ach, warte mal, kann es echt reinigen, dass wir... Ja, ich meine, hier sind jetzt viele Festungen. Das ist wirklich eine Menge Festungen. Ach, ja, aber... So, die kann auf jeden Fall weg hier, die Festung. Jetzt hier eine Bauernsiedlung, mal mehr Schafe. Hier, du kannst weg... Brauchen wir auch ein Landgut hin. So, die hier kann man auch wegmachen. An unser Absicherungsfest, da gibt es auch nochmal mehr Stoffe. Und hier stammen auch in jeder Provinz eine. So. Dann gib mir mal Geld. Da können überall Stoffe. Nee, stimmt gar nicht. Gemüse. Ich bin blöd, ne? Sind keine Stoffe. Hier sind es tatsächlich Stoffe. Zwischen Spiele, natürlich, ladet sie alle ein. So, hier Bauernsiedlung. Einer von denen könnte man auch stehen lassen, denke ich. Für eventuelle Schlachten in Bergen. Industrie und Fallen Kierpera. Ah ja, das sie nicht machen können, ist hier bezahlen für. Es wird keine Auszahlung geben. Was ist los mit euch?
ganze Barbaren im Norden. Und zwar so weit im Norden, dass es halt 10 Jahre dauert, bis wir da ankommen. Jetzt mit dem will ich mal da schnell hin. So, ja, auf nach Lissos in den Hafen. Lissos, Lissos. Und in der Zwischenzeit können wir den Amulet halt mal hochsetzen. Spiel sind beendet. So, das ist ja dieser Aktik hier. Thrakisch, Ratakinienische, so und so. Ja. Sind ein paar Truppen. Ja, die Skordisia. Es sind auch nicht mehr viele Barbaren eigentlich, aber naja. Schon kann nach Herulien. So, hier. Haben wir denn da irgendeinen guten Mann? Ja, den Neuner hier. 74 ist der loyale Mann auch. Jung ist er auch. Großartig. Bei der Entscheidung, ja. Töte dieser Barbaren! Jetzt! Gut. Waren besiegt. Geld eingenommen. Oh, warte mal. Wir könnten sogar davon profitieren, ja? Als ich das nicht gesehen habe. Warte mal. Warte mal. So. Ein Krieg mit der Dindarien, Tegea und Thrakien. So, eigentlich auch mit mir, ne? Ach, die hat er da schon rausgeschmissen irgendwie. Das ist ein Amaneskien. Okay. Also hier und. Und wo? Iraviskien. Ich bin aber nur mit denen. Ja, das ist ja sehr convenient, ne? Dass wir den hier nicht in Krieg sind. Na gut, Hauptsache die Jungs sind raus, dann kann man doch wieder nach Süden. Deutscher Stadtrat Ratakastien ist, glaube ich, Geschichte, so wie es aussieht. So, dann bringen sie mal wieder hier hin. So, Eroberung von Oibyr. Skordisien macht mit, hä? Sie würden mitmachen. Das rekrutieren aber zurzeit nicht. Die bräuchten wir halt aber in dem Krieg. Da ist er. Wir helfen jetzt einfach mal mit, ne? Damit hier mal was draus wird. Eine Provinz hat der anderen hier einnehmen einfach. Von mir aus. So, hier nochmal die Provinz. Haben wir hier einen schönen Durchgang geschaffen. Das Hra selbst, der hier im Krieg ist quasi. Ein Daduchos. Ja, und ein Arzt. Wie wär's mit dir, Mr. Harinit? Warte mal. Warte, was? Warte mal. Hieß der gerade? Wie hieß der? Ich hätte jetzt das Gefühl, wenn die Hra-Iniden heißen würden. Hätte ich echt gefeiert. Nächster bitte. Wir haben nichts zu essen hier. So weiß ich nicht ganz, weil... Eigentlich ist das ja auch fast vorbei. Der Revolte, das ist die letzte Armee hier oben. So, jetzt aber zurück zu unserem Problem des Lebens hier. So, haben wir jetzt noch nichts gebaut. Das passt alles. Megalos. Oh ja. Yeah. Übertreibt nicht. Doch, übertreibt. Lass den Männern freien Lauf.
Man wird sich verstecken können. Niemand! Boah, jetzt greift ihn doch mal an hier hinten. Das kann doch nicht sein. Ah. Zum Glück ist es eine Kavallerie-Armee hier. Ja. Yeah. Tötet sie alle. Hier, guck mal, was sie echt machen. Das ist so bitter eigentlich. Sind jetzt die Belagungsingenieure, Festungsverteidigung, das ist alles gut, ne? Portwert mal steigern hier. Deswegen machen wir das hier, ne? 26. Ja, diese ganzen Ministädte, die wir eingenommen haben, hier, das hat ja auch noch Akkermanien gehört, ja eigentlich, ne? Noch mehr unnötige Festungen. Also, der Part ist wieder sehr gut gesichert. Weg 6, 5. Ansonsten passt das doch alles. Hier kann man noch ein Gebäude bauen. Wenn wir denn... Oh, doch nicht, okay. Sind wir der ausgewandert hier, oder was? Das kann natürlich schon sein. Hier ins, dann kann man eigentlich fast schon tatsächlich... Was aus wie hier, wie Japan, ne? So Riesenstädte überall auf einem Haufen. Schon ganz nett. So, Handel steigern und Steuern steigern. So, hier bauen wir Aquädukte. Und mach mal mehr Importrouten. Ah, ein neuer Mann für hier oben. Grecia Illyricum. So, hör mal, diese Hauptstadt hier. Oh Gott. Gott sei Dank, sie haben es echt geschafft, sie zu besiegen. Oh, Karateros, hier geh mal hier, das neue Herrscher. Ich hab die Neuigkeiten. Bist du denn... Nein. Sofort nicht mehr Herrscher. Erstmal rebellieren hier. Ja. Eingeschnappt sein. Einfach nicht mehr wollen. So, hier. Sogar zur geile Zufriedenheit, das kann man mitnehmen. Dann hier die nächste Geschichte hier. Das, oh, das ist eine Produktion von Sklaven, das ja. Das ist bares Geld. Eine ganz, ganz große Klasse ist das. Also, Mokissos. Ja, schon schlau, der Typ, ne? Der Revolten-Typ. Der nimmt natürlich immer erst die Provinzen, vor allem die Provinzen, die ja die Hauptstadt-Provinzen sind. So. Jetzt haben wir so viele Leute, dass wir, glaube ich, sogar leisten können, da mal anzugreifen. Du Elender. Wir töten dich! Slokin, baut euch mal wieder auf. Wo sind denn alle? Ihr habt ein gigantisches Land. Unsere gemäße Lagerung. Das wird ja immer besser. Zahlen wir halt mal ausnahmsweise. Hier das Hintertürchen hier rein in die Provinz. Ja. Ach du Scheiße, wieso? Oh, natürlich. Natürlich, unsere Moral. Ah ja, natürlich. Ja, ich vergaß. War gegen leichte Infanterie. Ich meine, wenn mir die Moral nicht wäre, ne, wäre alles gut gewesen. Krieg ich mal hier hin zurück. Wir kommen gleich wieder, Moment. Wir sind gleich wieder da. Ich hol dich ein, du brauchst nicht abhauen. Ich hab Pferde. Ich hab Pferde. Das Schlagen der Hufe. Oh, die daher sind zumindest klinisch geworden. Zantieren und Klientel von Panien. Ja, die bezahlen ihre Leute auch nicht, ja. Dran ziehen weiter. Wunderbar. So, hier, zack, dann da. Wir nehmen mal hier, na, das. Die Moral, weil wir ja bald hoffentlich tatsächlich gegen Phrygien in den Krieg ziehen.
So, komm, wir helfen jetzt mal hier dabei. Reitet sie nieder mit dem dritten Bogenschützen. Ja, auch nur leichte Infanterie, ist unglaublich. Ich habe die Lokinen haben, glaube ich, irgendwie kein Geld oder sowas. Wer tot ist, den hat er dann durchaus erheilt. Hier. Oh, naja, ist schon okay. Resto Mahes. So, tötet sie! Ist er jetzt endlich mal ganz tot? Okay, ihr holt euch das gut. Ach, da ist die Hauptstadt der Lokinen-Revolte. Deswegen kommt er da nicht hin. Weil ihn Blinktus nicht durchlässt, aber mich lassen sie bestimmt durch, oder? Nein, tun sie nicht. Muss ich jetzt echt meine Schiffe darüber holen, damit das geht? Komm, wir nehmen mal die zweite Armee hier mit. So, jetzt warte mal, wenn wir jetzt alles bezahlen. Oh, wow. Was? Wo wird die. Was? Was? Irgendwas hat sich wieder gefixt. So, mehr rekrutieren. Ja, dann können wir noch hier die. Können wir die etwas höher stapeln hier? So 19. Wir noch einen Esel haben. Ja, komm. Ja, noch einen Esel. So, dann kommen wir hierher und dann landen wir in diesem. So kleinen Enklaven-Ding hier. Ich brauche diese Lokiten doch nur als Kanonenfutter. Das ist der Hra. Mitten in der Wüste. Asche Immunität. Ohne Konvertierungsgeschwindigkeit, Bürger, das ist ja Produktion. Plus 5 ist auch gut. Oh. Wir haben eine ihrer Flotten erledigt unterwegs. So, hier bitte die nächste Importroute. Danke, danke. So, können wir irgendwas super Tolles vielleicht uns. Oh, wir haben Glas nur einmal. Von uns selbst importieren erstmal. Ja, wäre besser, wenn wir das anders gemacht hätten. Vor allem, weil wir eigentlich Essen brauchen hier. Ja, geh mal raus aus der Provinz hier. Das, immer nach Eubea. Wir haben bestimmt genug zu essen für dich. Mare Finiz. Oh, das ist nicht gut. Naja, oder doch. Ich dachte gerade, ich sei auf der falschen Seite dieser ganzen Sache. So. Alles schön niederbrennen. So, hier. Oh ja, das ist genau der richtige Ort hier. Ist das nicht? Ja, das ist Antigone. Plündert sie! Damit sind einfach nur der Handelsauktion gehen. Wir sind Forderung vorerst nach Beliebtheit. Unter denen erhält Projekt der Handelsfraktion. Baukosten sind höher, Handelswert wäre national. Ja. Von mir aus. So, wo sind jetzt die letzten Auswüchse dieser Rebellion? Hier. Versuchte Bestechung. Natürlich. Hier ist Sidon. Ne, Sidon gehört zu Sidon. Sidon. In the middle of a street. Kann ich lokalisieren hier? Ja, warte mal. Stadtskernatara. Gehört aber niemanden. Bewohner hier umsiedeln. Nein? Äußerst komisch. Okay. Seht ihr noch irgendwo? Hier ist aber. Oh Gott. Das beginnt da. Oh, ich will noch nicht bis zum Ende der Welt laufen. Oh Gott. Komm erstmal in den Hafen zurück hier. Ja. Ich muss bis zum Ende der Welt laufen. Hra! Pack die Sachen. Da ist nochmal was. Die wollen eigentlich alle beide nicht mehr. Baktin und Untin ist auch mit dabei. Okay. So, Baktrien.
Urien. Martien ist voll besiedelt. Okay. Besiedelt ist eigentlich schon. Die ist schon belagert. Okay, dann schicken wir euch mal darüber. Weißt du was, komm einfach zurück. Scheiß drauf, komm an die Küste, die Flotte holt dich ab. Willst du wieder? Ein Vogelrich bringen, als ich noch die Linge dazu hatte. Na, jetzt macht er eh sein eigenes Ding. Viel Spaß dabei. So, jetzt haben wir natürlich 35,21. Und das, obwohl wir ja, fast alles bezahlen. Das ist jetzt echt ein luxuriöses Unterfangen ist. Also wir können definitiv noch mehr bauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Eine weitere Armee. For the slaughter. Gut. 2 von 2, 0 von 1. Oh. Das kann man ja so nicht stehen lassen hier. Nee, nicht das. Notieren möchte ich. Wie ist mit Stoffen? Ihr habt gehört, die sind gut. Kunst des Handels. Ja, ja, mach mal. Danke, die uns unterstützen. Wir machen es jetzt einfach, oder? Was ist das Blödeste mit Thrakien? So, dass hier definitiv zu echten Kämpfen kommen. Also echten Kämpfen, keinen gefälschten Kämpfen. Jetzt nochmal die zweite Armee, die wir gerade aufbauen, nochmal da nach oben stellen dann. Beziehungsweise du kannst, ehrlich gesagt, hier, und du bist ja eine schwere Armee, kannst hier hoch. Die stehen ja schon hier. Versorgen, verursachen die auch eine fette Hungersnot. Ja. Gib mal Getreide hier. Und dann, ja. Ich kann die Festung hier nochmal vergrößern, ehrlich gesagt. Ja, komm, tu es. Wir werden sie niemals erobern, hoffentlich. Ja, und hier ist das Problem, ehrlich gesagt, ha? Huh? Mehr Getreide. Das passt schon fast. Ja, Megara ist, richtig im Eimer. Jan eines Kriegers. Das ist die kampfverbrochenen Soldaten, die unter Neoplus Hemaid dienen, haben viele Digitaten vollbracht. Ja, natürlich. Auch immer das sein mag. Der hier mit seiner scheiß Festung, ne? Er weiß schon, was auf ihn zukommt. Ich würde trotzdem gerne mehr Verbündete bei dieser Sache. Oh, sie. Nee, sie meint nicht mal der Gartei macht mit. Koitchen macht mit nur. Sonst niemand. Oh boy. Ja, dafür sind sie alle. Ist jetzt echt alleine? In 129 Kohorten? Aber sie haben keine Manpower. Das heißt, es ist quasi. Ja, ich hätte ja halt gerne schon diese Armee irgendwie auch unterm. Oh. Die hätte ich nämlich auch gerne drüben. Ah, ja. Ein, Al-Gedid. Al-Gedid, komm zurück. Komm zurück hier. Komm an die Küste. Holen wir dich ab. Jetzt haben wir wieder. Wer ist Scorny? Die Nikiden, ja. Lass mich raten. Ja, ist ein Siebener. Hier, Bollops. Bellops, was auch immer. Herzlichen Glückwunsch zu deiner, zu deinem neuen Posten als General. Ist er schon wieder gestorben? Ein Hegemaid, so schlecht einer der Generäle. Ach, das war der auf Kreta. Ach ja, auch ein Siebener, ist auch in Ordnung.
Was ist gerade hier drüben passiert? Einer unserer Handelspartner wurde geschluckt. Importieren Elefanten, hm? Was fehlt uns denn jetzt hier? Datteln wäre nochmal, die Edelsteine wäre nochmal gut, ne? Mal hier Datteln, mal Edelsteine vielleicht irgendwo. Oh, wir könnten sogar nochmal Datteln. Datteln! Sind Datteln ist immer gut, ne? Wir können das. Dattel werden wild nur einmal, aber ist okay. Ja, hol mal Fisch. Genug zu essen dann, hier hoffentlich. So. Unsere geschätzte Flotte kann jetzt auch mal losfahren hier. Der Trottel wird es ja niemals hinbekommen, seine Sache da hinten in den Griff zu bekommen. Jetzt haben wir wieder jemanden neuen an der Macht. Ja. Jetzt direkt mal hier einspringen. Keine illoyalen Leute. Naja, so wird's. Er hat es nicht lange gemacht. Hier. Auf dem. Es muss ein bisschen Schleudersitz sein, dieser Posten. So. Und der bei so viel Geld. Oh, so viel dazu. Irgendwas ist wieder ausgelaufen. Ich glaube, was. Achso, das war der Herrscher, der gut war. Haha, ein Finesse. Ich glaube, was ist der Sklave. Das kann leicht gelöst werden. Ah, natürlich. Natürlich. Danke für den Charakter. So, hallo. Ich möchte hier an Bord gehen. Und jetzt wieder zurück. Und zwar... Ja, irgendwo hier an die tragische Grenze. Denn da wird vermutlich am meisten gekämpft werden. Okay, Skordisien. Ist jetzt den Danien. Okay. Wollte ich dich hier haben. So, lande mal hier oben in diesen Hafen ein. So, jetzt ist hier wieder irgendwas weggefallen, aber was? Das werden wir wohl niemals erfahren. Essen ist okay, wir brauchen kein neues Essen mehr. Nützt viel. Das hast du von da oben bestellt immer. Stolz auf den Prozess des Freundschaft an. Natürlich. So. Ja, ihr Römer. Wie schaut's denn aus? Ne, ihr hasst mich einfach, ne? Ihr wollt einfach nicht. Katia. Was ist das mit Sarmatien? Wollen sie auch nicht? Albanien, Seleukiden. Ägypter wollen nicht. Was sind die Karthagern? Eine Weltmacht und daher zu mächtig und. Was? Eine Weltmacht! Das ist ja lächerlich. Erstaunlich, wirklich. Na gut. Ich denke, sobald unser Mann hier halt wieder da ist, können wir dann hier diese ganze Sache mal angehen. Ihr dürft gleich wieder auf euren Hungerposten hier. So. Jetzt ist hier wieder was weggefallen. Das Hanf. Oh nein, das ist Freaking gewesen, ja. Ja, wir wissen alle, was mit dieser Hanf gleich passieren wird. Moment mal. Das können wir auch gleich machen, weil das macht da keinen Sinn so. Eubonien, hier, das geht bitte weg. Ich hätte das gerne irgendwie aus Pontus zum Beispiel. Ach so, hast du es jetzt mal bald? Aber die wollen doch alle nicht mehr. Da ist Utien. Utien. Ja. Kleine Gefallen. Nimmt Einfluss. Natürlich, natürlich werden wir. Der Witz ist ja, ich will ja eigentlich gar nicht, auch gar nicht viel von ihm haben. Es ist eigentlich nur dieses kleine Ding hier. Das macht halt niemand mit. Ich bin natürlich alleine. Ja, das können diesen Bündnis, das können wir jetzt auch auflösen, weil die Skordisen tot sind. So.
Ja, und dass die halt dich nicht auf unserer Seite da reingehen wollen. Dann Tier anbieten, ne? Verteidigungsliga einladen. Sie würden es machen, wenn es gehen würde. Mein Gott, ist das bitter. Also länger wir warten, umso schwieriger wird es halt. Dann schleiche ich mich jetzt auch alleine durch. Gegen die volle Macht der... Sehr niedrig. Das kann doch nicht mehr lange dauern. Schon wird das nochmal erhöht. So, das werden wir jetzt auch nochmal... Das ist nämlich sehr gut für uns, ne? Unser Herrscher ist, glaube ich, wieder einmal... Ja, in das Beginn des Krieges ist ja unglaublich. Unglaublich. Das war schon 33. Keinerlei Fälle. Die ganzen Boni, die haben wir alle. Das den Lederbus haben wir nicht, aber na, weil ich meine. Ja, komm, ganz ehrlich. Leder, dieser leichte Infanteriebus ist jetzt zwar nicht so geil, aber wir haben ein bisschen leichte Infanterie. Auch wenn wir sie nicht selber ausgebildet haben. Wir haben welche. So. Negativfall Militärzugang. Achso. X-Möglichkeit und niedrige Truppenreserve. Und hier, wir sind Verbündete. Ja, und Taktik ist natürlich gar keine Option. Kleinarmenien. Ich meine, vielleicht würde Thrakien auch die Kleinen, ich weiß es nicht. Kann ich euch bei euch irgendwie Rebellen unterstützen oder so? Phrygien, so. War ja auch mal so ein bisschen hier machen, nebenher. Ach ja, das ist ein echtes Problem hier. Wenn ich hier gehe, haben wir es fast eliminiert. Ja, wahrscheinlich wird man von den Geldern wieder runtergehen dann. Im Krieg. Ja, und es liegt halt tatsächlich, ne? Alles. Ist anders, dass der Herrscher so schlecht. Sie hat null Finesse. Oh Mann, ey. Geh dich doch erhängen, Junge. Was ist denn los mit dir? Null Finesse. Der hat wenigstens 3. Oh boy. Das ist halt echt der ganze Grund, wieso das hier so verheerend ist. Ja, bei den Tags. Hier ist denn sowas noch, aber na komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt echt ungeduldig. Von Eubea. Dann bauen wir erstmal das wieder auf. Nur nicht, dass wir hier wieder verheerende Fehler machen. Nehmen wir den jetzt hier oben stehen. Schon ein paar tausend. Du bist ja Kavel, du kannst dich da oben dann gleich austoben. Das wäre wahrscheinlich sogar Micron. Wir werden eh hier vorwiegend Micron. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich auch irgendwie mit irgendwelchen Armeen hier landen wird. Ja, es wäre noch so gut, wenn wir einen ordentlichen Verbündeten noch hätten. Hat sich zwar gerade ein bisschen verbessert, aber nicht viel. Legien würde mitmachen hier. Die werden natürlich helfen mit ihren 22 Divisionen hier. Was ist mit Byblos? Die Ägypter werden natürlich die beste Wahl, aber ja, wir wissen ja alle, die mögen uns nicht mehr, seitdem Dinge passiert sind in der Vergangenheit. Mit den Darien. Bündnisaktion, ja. Die haben sich ja quasi hier nur abgelöst. Euch sind wir verbündet, mit euch. Also jetzt hätten sie ja auch Zugang, ehrlich gesagt. Erkundanien. Vielleicht rufen wir sie alle in den Krieg, alle Kriege zu beenden. Und jetzt die zwei machen jetzt mit. So, Gemurmel der Unzufriedenheit. Das ist ja wirklich, wirklich übel. So,
Laden wir unsere barbarischen Freunde ein und Angriff! Es geht um Euböa. Jetzt müssen wir erstmal unsere ganzen Handelsrouten wieder aufbauen. Ja, die ganzen Stoffrouten sind gerade eben nämlich verschwunden. Das Media Felix. Wir haben jetzt nicht mal doppelt Holz hier. Wirklich. Keine doppelten Gewürze. Die haben wir, Edelmetalle haben wir, Indigo haben wir nicht. Das ist eh nur Stammeszeug hier. Farben für Bürger. Oh, Wein. Wir haben keinen Weinüberschuss. Was? Was? Zu Überschüssen. Wir haben literally. Warte mal. Das kann es ja echt nicht sein. Okay. Dann. Was soll man denn. Was ist denn so. Ja, komm, dann hau das Leder weg hier. So, und stattdessen Wein. Okay. Weniger Unterhaltskosten sollte nämlich helfen. So, erhöhte Steuern und. Ja, wir sind fast 0,62. Wahrscheinlich ein Ding hier noch irgendwie importieren. Und passt das. Ich will eigentlich, dass Korruption nicht wirklich hier mit reinnehmen. Weil das super nervig ist. Also belagert das mal hier. So. Na ja, komm, es spricht ja eigentlich nichts dagegen, hier ein bisschen zu raiden bei den Thrakern, die jetzt echt, also wirklich so dumm waren, ne? So, ein paar Leute hier mitnehmen. So, und jetzt zurück. Schon wieder hier im Gewaltmarsch, ne? Zu den Waffen? Gutien, Gutanien, Dindanien. So. Barbaren sind auf unserer Seite. Ach ja, und natürlich hat sie erstmal hinter den Elefantischen da erstmal wieder Söldner geholt. Ja, so kennt man das. So. Jetzt warte mal. Oh ja, wir kriegen das. Das ist tatsächlich hier perfekt. Thraker sollten eigentlich kein Problem darstellen. So, hier ist die Hauptstadt. Oh shit, die können hier. Ah, sie können nicht wirklich rein. Nämlich die Festungen. Das sind Level 1er sind. Jetzt müssen wir uns da halt ein bisschen verlagern. Genau, du hier, du kannst dich jetzt nämlich dann, stell ich mal nach Pella. Ja, wobei, eigentlich müsstet ihr euch tauschen. Deswegen lasse ich 1000 jetzt, die Rhodesier sind hier drüben. Okay, ich sehe das, ja. Sucht ihn mal nach Knossos hier durchzuarbeiten, Mr. Flotten-Typ. Dann landen wir da kurz und töten ihn. Den 30.000 heißt das. Die Barbaren fallen hier oben natürlich überall ein. Ja, und können sich um die teilweise kümmern. Das ist super. Ja, natürlich. So, war das das Kriegsziel? Das war das Kriegsziel.
Was machst du hier? Du bist illoyal. Stechen wir dich mal kurz, ne? Zu den Waffen. Oh, es ging doch eben. Das jetzt? Nee, nicht wirklich. Lass dich mal hier stehen und der schnelle Mann kommt nach Norden. Was können wir hier dann anbieten hier? Täuschung vielleicht? Sind Täuschung? Ein bisschen Phalanx? Ein bisschen Täuschung. Ich glaube, Täuschung ist gar nicht so extrem schlecht. Mit dieser Phrygier hier. Sie können doch nicht entkommen. Sind hier natürlich überlegen. Die haben auch bestimmt eine Bogenschütze, was sie nicht haben. So. Okay. Wieder zurück. So, dann du hier. Armee einschiffen. Und dann segeln wir hier mal rüber und landen erst hier. Und dann auf Rodos nochmal. Das war, da waren wir ja vor kurzem erst. Was haben wir denn bei dir? Ja, komm, Phalanx ist. Ja. Tu es. Töten wir euch nämlich schnell. Nehmen das Ding wieder ein. Oh. Oh. Wir wurden da oben geschlagen. Ja, ich habe schon fast gedacht, dass die Armee da irgendwie hochgelaufen ist, aber gut. So, dann kommen wir hier hoch. Genau, hier du auch. Dann. Ja, das ist halt. Jetzt sitzen wir da wohl erstmal fest, hm? Gut, solange sie nichts von uns besetzen, ist alles gut. Aha, 11.000. Die fahren jetzt bestimmt nach Kreta. Das ist. Oh, Hate, ne? Puder Hate. Holen sie dir absolut chancenlos in den meisten Gefechten hier. Stabilität nochmal erhöht, gut. Och nee, sie landen hier unten tatsächlich. Ah ja, okay, dann hier rüber. Einziger Punkt, wo sie mal eine Provinz erobern können. Wo sie dir? Unsere richtigen Barbaren hier im Norden scheinen nicht so viel hinzubekommen, wobei sie haben zumindest hier den Teil Thrakiens da ganz im Norden besetzt. Okay, so, wir sind unterwegs hier. Er sieht uns, glaube ich, noch nicht. Ja, hau mal lieber ab. Ach, ist schon wieder. Schlacht von Germanien. Ja, zurück. Ich glaube, wir müssen die Schwertarmee echt hier oben hinstellen. Oder eine der schweren Armeen. Hier bleiben. So, bis hierher, okay. So, dann kommen wir hierher. Die kommen ja auch nicht weiter. Die kommen nur immer wieder runter, um das abzuwehren. So, Carpathos gehört uns. So, wir brauchen natürlich hier ein paar Schiffe. Die können wir direkt in Knossos bauen. Nee, die Armee haben wir wieder runterbringen. Ja, das ist ganz ehrlich, der Vasallenschwarm wäre mir tausendmal lieber gewesen, als wir es jetzt haben. Es ist halt jedes Mal so bei den ganzen Games dieser Art. Also war davon Paradox. Immer tausendmal besser, 50 Millionen Untertanen zu haben. Als ein Reich. Stadtspiel in Athenai.
So. Na, willst du schon raus aus dem Krieg? Ich will ja nur die zwei Provinzen hier haben. Nee. Wieso willst du es denn nicht machen, ne? Und Monate im Krieg vorwiegend, ja. Ja, ist okay. Es geht eigentlich nur die Länge. Ich muss ja in den Krieg immer erstmal eine gewisse Zeit kämpfen, bevor man zufrieden sagen kann, ja, da will ich jetzt raus. So, dann erschicken wir dich jetzt zur Belagerung und der bleibt jetzt hier hinten stehen als Backup. Geben wir nochmal zwei berittene Bogenschützen. Die werden angegriffen. Ja, normalerweise würden wir gewinnen, aber ja. Er kriegt Verstärkung gleich. Okay. Oh. Ja, der Typ weiß. Ja, das ist eine Frage des Generals hier offensichtlich. Sie haben eine stärkere Armee, Gelände ist zu ihrem Vorteil. Komm ich hier denn raus noch? Eher nein. Die Phalanx ist trotzdem das Beste für uns hier. Geh mal auf Nahkampf. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt. Könnten das mit etwas Glück, wenn wir nicht völlig daneben würfeln, noch gewinnen. Ja, da war mal eine 5, da war dann eine 6, also gleich stark. Ah, da kommen mal 15.000. Deswegen wäre es echt gut, wenn ihr das mal schnell machen würdet, ne? Und die haben wir auch besiegt hier hinten, gut. Und die Karte wieder mal hier runter eben. Jetzt laufen mal geschossen zurück. Wo denn die schon wieder her? Naja, wo immer sie herkommen, sie gehen jetzt dorthin, wo der Pfeffer wächst. Es war so klar, dass sie auf Kreta landen. Oh Mann. Ja. Ich kann ja meine Leute nicht rüberkarren momentan, das ist halt das kleine Problem hier gerade. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Geld habe ich auch keins mehr. Ah, die nächste Schlacht gewonnen. Reicht's jetzt vielleicht? Ja. So. Biel. Das war's doch jetzt, oder? Wieso ist die gesperrt? Warte mal, wieso ist die auf einmal gesperrt? Ah, da ist sie. Da ist sie. Banalischer Bund, Errungenschaft, Reichstadt. Und damit ist die Serie beendet. Ja, wunderbar. Hat Spaß gemacht. Wir haben zwar nicht ganz das hinbekommen, was wir wollten, aber das ist ehrlich gesagt für mich im Moment gut genug. Oh. Incinatus haben wir auch bekommen, was auch immer das ist. Kommt das jetzt alles auf einmal? So. Die Republik, gesamte Region Griechenland. Gut, dann. Das war eigentlich das Ziel des Ganzen hier, das hinzubekommen. Wir könnten natürlich das doch machen, aber wie gesagt, es gibt keine Errungenschaft. Die Opposition quasi beenden. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen schnell hinbekommen hier. Wie beliebt bist du? 30. Oh, perfekt. Das hat sogar einmal nur ausgereicht. Du. So. Dann du hier.
auch einmal. Du hier. Und zweimal in die Trickkiste greifen. Weniger als die Beliebtheit. Ach Gott. Okay, dann eben nochmal. Regionsfraktion hier. Du bist ja offensichtlich ein ganz besonderer Kandidat. So, und jetzt haben wir den Jungscheiß gemacht, dass wir beenden diese ganze Farce. So. Und einen anderen Politiker, der mit dem Einfluss von Tauriskos und seinen, ja, im Verdienen waren, das ist ein richtiger Mann hier. Ich schaue es nach der anderen nach. Er ist nichts anderes als ein Tyrann der Republik in allem außer seinem Titel. Ja, Mission beenden. So. Yay. Oh. Gut. Gut. So, jetzt haben wir diesen wunderschönen Tyrann, ja. Die wir zumindest mal eine Frau suchen können. Die seine Scheißstats ausgleicht. Also seine Frau mit guter Finesse. Das heißt, wir würden jetzt diese Frau hier jetzt, na quasi. Ihr wisst schon, na gut, sie ist 70, da müssen wir uns auch nicht groß Mühe machen, um sie zu töten. Die macht, geht ganz schon alleine, das passt schon. Und ja. Damit hätten wir theoretisch ab jetzt natürlich ein nettes Spiel. Mit normalen Mechaniken. Aber ich denke, wie gesagt, wir haben jetzt das Magnetic Tsukimugi gespielt. Macht es gut und bis zum nächsten seht ihr mit einem Paradox-Spiel. Am Ende waren jetzt auch so gut wie keiner dabei. Ich habe irgendwann gemerkt, jetzt vor kurzem, dass die Playlist auch nicht befüllt wurde, warum auch immer. Obwohl, als ich nicht drin war. Egal. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen, für die, die dabei waren. Ja. Gewisse Leute werden ja bestimmt in die Kommentare schreiben, dass wir einen gewissen Mod ausprobieren sollen. Das werden wir auch jetzt demnächst wahrscheinlich machen. Vielleicht am Wochenende mal in einem Livestream. Ja, genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Torren.